Ja, zunächst mal hallo in die Runde. Ja, wir waren natürlich enttäuscht vom Ergebnis am Montagabend. Ja, wollten das Spiel natürlich vor allem zu Hause immer gewinnen. Das ist egal, welcher Gegner da ist. Das war im Endeffekt die Voraussetzung, die wir hatten. Wir wollten dieses Spiel auf unsere Seite ziehen, hätten wir das gemacht. Wäre alles okay. So waren wir natürlich enttäuscht, haben leider nur hinten unseren Auftrag erfüllt, vorne leider nicht diesen Auftrag erfüllt. Und wir müssen einfach schauen, dass wir gerade so eine Phase wie zwischen der 10. und 45. Minute in der ersten Halbzeit, dass wir die uns einfach auch oder für diese Phase einfach auch belohnen. Ja, wir hatten einen schlechten Start ins Spiel. Der Gegner hat uns ein, zwei Ballverluste erzwungen, beziehungsweise wir dem Gegner auch reingespielt. Aber dann haben wir das Spiel sehr gut in den Griff gekriegt und dann müssen wir uns einfach es schaffen zu belohnen. Wir hatten einige Torschüsse, sehr, sehr viele Torschüsse eigentlich. Wir haben sehr, sehr viele Flanken gehabt im Vergleich zu den Spielen davor. Das heißt, wir kommen jetzt in diese Zonen rein und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir im 16er die Ballkontakte, die wir im 16er haben, einfach mit mehr Präzision und mehr Effektivität abschließen. Das ist im Endeffekt der Plan dann natürlich auch in den nächsten Wochen oder vor allem natürlich auch jetzt in Richtung Samstag. Ja, ganz, ganz wichtiges Spiel für uns, ganz klar. In den letzten Jahren waren es entscheidende Spiele oder in den Jahren davor, also letzte Saison nicht, aber in den Jahren davor waren es entscheidende Spiele, weil es meistens am letzten Spieltag war und um alles ging. Ja, jetzt ist es einfach ein sehr, sehr wichtiges Spiel, ein oberbayerisches Duell, wie ich gehört habe, wo es natürlich um viel geht, wo wir eine tolle Unterstützung erfahren dürfen von unseren Zuschauern und da freuen wir uns natürlich drüber, die zahlreiche Unterstützung und denen wollen wir natürlich auch was bieten und wollen dieses Spiel am Samstag unbedingt gewinnen, müssen diese Punkte, die wir vielleicht am Montag liegen haben lassen, in München holen. Was das Personal angeht, sieht so aus, dass Max Dittgen, Tobi Schröck und Thomas Rausch auf keinen Fall im Kader stehen können. Ja, alle drei sind noch angeschlagen bzw. noch länger verletzt, aber Rauschi ist eher derjenige, der schon im Individualtraining ist, aber das wird für Samstag noch nicht reichen. Bei Dennis Linzmeier war es so, dass er erkältet war am Dienstag. Dürfte aber oder wird heute wieder ins Training einsteigen, dürfte normalerweise kein Problem sein, dass er mit nach München fahren kann. Und bei Visa Musliu, die Frage wird sicherlich auch von eurer Seite aus wäre gestellt worden, der wird heute nochmal individuell trainieren und wird morgen dann im Abschlusstraining wieder einsteigen, einfach weil die Zeit jetzt vom Montag bis Samstag natürlich sehr, sehr knapp ist und deswegen werden wir heute noch mal so ein bisschen individuell antesten, schonen, ja, und dann sollte er morgen wieder komplett ins Abschlusstraining einsteigen, so ist zumindest der Plan. Wunderbar, ich glaube, da hast du schon sehr viel vorweggenommen. Was ich an der Stelle noch sagen möchte, wir sind ausverkauft, unser Block in München im Grünwalder Stadion ist ausverkauft und es werden über 1000 Fans vor Ort unterstützen. So, und damit auch schon das Wort an euch. Wenn noch Fragebedarf herrscht, und davon gehe ich aus, gerne zur digitalen Hand greifen oder die reale verwenden. Wir sind gespannt, wer den Anfang macht. War es das schon? Nein. Matthias Ott vom Funkhaus Ingolstadt. Matze. Also, Servus, dauert immer ein bisschen, bis man die Hand findet jetzt. Herr Rehm, ist Ja. ja nicht leicht, bei einem Tabellenführer jetzt großartig Schwächen zu finden. Ich gehe aber davon aus, dass Sie welche gefunden haben. Wo konkret wollen Sie am Samstag da ansetzen? Ja, ich glaube schon, dass 60 verwundbar ist in der Defensive. Ja, und das ist natürlich ein Punkt, wo wir schauen müssen, dass wir sie auch richtig bespielen, dass wir die richtigen Räume finden. Ja, und dass wir uns dann belohnen für die Angriffe, die wir starten und die Position, die wir erreichen. Ja, da brauchen wir einen Tick mehr Effizienz. Aber 60 ist sicherlich offensiv eine gute Mannschaft, eine richtig gute Mannschaft. Das heißt, es trifft die beste, weiß es nicht, ob sie, na, ich glaube, Elversberg hat ein paar Tore mehr, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Offensive mit die beste Defensive. Ja, und das heißt, da wird es natürlich schon ausschlaggebend sein, dass wir unsere Defensive weiter stabil halten. Das ist das, was uns im Moment auch stark macht und aus der wir raus auch unsere Stärke gewinnen wollen, ja, weil es unglaublich schwierig ist, gegen uns Tore zu erzielen und auch Chancen zu erspielen. Wir lassen sehr, sehr wenig zu. Und wenn wir was zulassen, dann haben wir einen überragenden Torwart im Tor, der dann im Endeffekt die letzte Linie ist, der noch was retten kann. Aber nach vorne hin sind wir eigentlich auch gefährlich, aber wir sind nicht effizient genug. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir das verbessern. Da sind wir dran. Da gibt es aber auch Gründe dafür, warum das im Endeffekt vielleicht noch ein bisschen Sand im Getriebe ist. Aber ich finde, das Sand geht immer mehr raus. Und wie gesagt, es fehlt die Belohnung und die müssen wir uns am Samstag herstellen. Und ich glaube schon, dass 60 auch verwundbar ist. Man hat jetzt die letzten 6 Pflichtspiele, die sie gehabt haben, haben sie, glaube ich, auch 2 Siege gehabt.
ähnlich wie wir es jetzt auch haben aus den letzten 6 Pflichtspielen. Und deswegen wissen wir, dass da schon was möglich ist. Und es wird ein Spiel auf Augenhöhe wie jedes Drittligaspiel werden. Und wir werden natürlich auf einen intensiven, aggressiven Gegner treffen, der offensiv gefährlich ist, auf das wir achten müssen. Und dann eben unsere Chancen nach vorne hin suchen. Dankeschön. Ich habe gesehen, Bernd König vom Kicker hat die Hand gehoben. Bernd, gerne das Mikro öffnen. Das ist in der Runde. Hallo, Herr Reh. Hallo. Meine Frage wäre, ich habe den Michael Kölner am Montag im Stadion gesehen. Haben Sie die Löwen auch analysiert und wo sind denn die Schwachstellen von 60? Ja, ich konnte sie leider nicht im Stadion begutachten, weil wir ja auch vorm Spiel waren, aber ich habe sie live am Fernsehen gesehen und ich kenne die Löwen ja auch schon jetzt ein paar Jährchen, ja, und Michael Kölner auch, der übrigens einen sensationellen Job macht bei den Löwen, ja, der auch die eine oder andere Krise überwunden hat und die Löwen im Endeffekt jetzt peu à peu nach vorne geführt hat. Deswegen Kompliment, was das angeht. Aber natürlich kennen wir gewisse Schwächen. Ich habe es ja gerade auch schon gesagt, dass die Defensive ja noch nicht ganz so stabil ist. Dafür die Offensive sehr, sehr stark. Und beides müssen wir eben gucken, dass wir es dementsprechend bespielen. Und dann schauen wir mal, was am Samstag rauskommt. Wie gesagt, das Spiel geht bei 0 los. Es ist 50-50-Spiel. Wir wollen am Ende als Sieger vom Platz gehen. Okay, danke schön. Bitte. Danke auch. Dann springen wir direkt zum Donaukurier und Florian Wittmann. Flo, bitte. Ich habe die Phase zwischen der 10. und 45. Minute schon angesprochen, dass es da gut war mit Pressinggeschwindigkeit, Chancen rausspielen und dergleichen. Wie kann man es schaffen, diese Phase zu erweitern, bestenfalls auf 90 Minuten? Hätten wir gern gemacht, wir hätten es auch gern von Anfang an gehabt, aber es spielt ja immer ein Gegner auch mit. Ja? Und ich sage, in der zweiten Halbzeit haben wir vielleicht ein Stück weit das eine oder andere zu einfach hergegeben, nicht präzise genug gespielt, zu einfache Fehlpässe und damit dem Gegner auch nochmal in die Karten. Und der Gegner hat natürlich auch nochmal, klar, es steht dann nach 60, 65 Minuten immer noch 0-0. Ja, dann kriegt der Gegner natürlich wie Zwickau auch nochmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Ja, und von daher, Fußball ist so, ja, man kann selten über 90 Minuten eine brutal konstante, hochwertige Leistung abliefern. Aber wenn man dann eben so diese 35, 40 Minuten hat, dann sollte man die auf jeden Fall mal nutzen, weil dann fällt das Spiel im zweiten Bereich oder im zweiten Durchgang vielleicht auch ein Tick leichter. Ja, und das ist eigentlich das, was wir gerade im Moment uns auch nicht vorwerfen, aber wo wir im Moment so ein bisschen verärgert sind, dass wir viele Spiele, wo eigentlich wir die überlegene Mannschaft sind, am Ende trotzdem nur unentschieden gespielt haben. Ja, und die zwei Spiele, wo wir wirklich schlechter waren, das war im Endeffekt in Freiburg und gegen Wiesbaden, die haben wir auch am Ende verdient verloren. Ja, alle anderen Spiele waren wir doch trotzdem einen Tick besser, haben wir zu viele Unentschieden. Und da müssen wir halt wegkommen. Ja, da müssen wir gucken, dass wir diese Spiele auf unsere Seite ziehen, wenn wir uns dann eben effizient belohnen. Ja, diese Effektivität, die Löwen in den ersten Spielen auf jeden Fall hatten, die haben wir noch nicht ganz, ja, da müssen wir noch dran arbeiten. Dafür haben wir eine sehr, sehr kompakte Defensive und deswegen werden wir da dran bleiben. Und natürlich als Trainer wünscht man sich und das wünschen sich auch die Spieler, dass sie über 90 Minuten sehr, sehr konstant und dominant auftreten können. Aber wie gesagt, es ist immer ein Gegner dabei und die Gegner in dieser Liga sind immer mit Respekt zu begegnen und haben immer ihre Qualitäten. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, über 90 Minuten komplett konstant eine Top-Leistung abzurufen. Du hättest deine Hand nach oben, Flo? Ich habe noch eine Frage, allerdings jetzt nicht zu dem Punkt. Wenn der andere zuerst will, oder ich mache gleich weiter. Ist mir egal. Aber ich glaube, niemand anderes hätte die Hand jetzt gerade im Moment oben, also darfst du gerne nachlegen. Jetzt stoppt's. Ich glaube, jetzt haben wir wieder technische Probleme. Du bist frozen. Ja. Dann macht Benny Siegmund weiter von der Neuburger Rundschau. Danke, Benny. Wir haben jetzt gerade schon angesprochen, dass die Offensive noch ein bisschen hakt. Die Stürmer haben jetzt auch noch nicht so die massive Tore geschossen. Was erwarten Sie denn von denen in den kommenden Wochen? Ja, dass wir uns weiter verbessern, weiter optimieren. Ja, wir müssen auch gucken, ob wir vielleicht eine andere Marschroute nochmal an den Tag legen, ob wir vielleicht nochmal ein anderes Element noch mit reinbringen. Ja, aber im Endeffekt
bin ich trotzdem mit der Offensive bis zum Torabschluss einigermaßen einverstanden. Ja, das ist in Ordnung. Wir entwickeln uns auch da immer wieder weiter. Ja, haben, wie gesagt, jetzt die höchste Anzahl an Flanken gespielt gegen Zwickau, haben die höchste Anzahl an Torschüssen gehabt, aber eben die Präzision. Daran müssen wir jetzt noch arbeiten, dass das noch besser wird. Wir haben mit Paco Testroth 7 Abschlüsse gehabt am Montag. Ja, normalerweise macht er aus den 7 Abschlüssen mit Sicherheit 1 bis 2. Ja, das ist das, was uns im Moment noch fehlt, die Effektivität. Ja, daran arbeiten wir, oder am Montag haben wir die auf jeden Fall nicht so gehabt, wie wir es uns gern gewünscht hätten. Ja, und trotzdem werden wir da jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir werden jetzt auch nicht nur das Negative die ganze Zeit aufrufen, sondern wir wissen, dass wir defensiv sehr, sehr stabil sind. Das ist das Positive, das ist das, auf was wir aufbauen. Und dann eben Step by Step den vorderen Bereich nochmal optimieren, beziehungsweise einfach weiter miteinander trainieren. Ja, das ist ja halt das Problem, was wir im Endeffekt in der Anfangsphase der Saison hatten, dass wir in der Vorbereitungsphase nicht immer komplett waren, dass wir Neuzugänge zugekriegt haben, nochmal einen Abgang gehabt haben. Das sind einfach dieses Sand im Getriebe, das einfach noch da ist im Sturm oder in der Offensive. Aber auch die Innenverteidiger und Sechser oder auch Außenverteidiger können da noch ein bisschen mehr dazu beitragen, dass wir offensiv nochmal ein bisschen gefährlicher werden. Vielleicht noch eine Anschlussfrage zu Pascal Testroth. Er ist Neuzugang, ist jetzt trotzdem als Kapitän aufgelaufen. Was zeichnet ihn denn aus? Ist er wirklich so der typische Führungsspieler auch? Ja, absolut. Die Mannschaft hat ihn auch als Vizekapitän gewählt. Ne? Und von daher ist es absolut berechtigt. Er hat unglaublich viel Erfahrung. Er führt die Mannschaft auch. Er versucht, die Mannschaft auch zu pushen. Vielleicht versucht er gerade im Moment so ein bisschen zu viel noch um die Mannschaft rumzumachen und muss sich sehr mehr auf sich selber nochmal konzentrieren. Ja, und dann nicht überall helfen zu wollen, sondern vielleicht ein bisschen mehr Ego wieder reinzukriegen als Mittelstürmer, ja, um dann eben die Tore zu machen. Dann hilft er uns natürlich auch immens. Ja, er versucht gerade, die Jungs auch immer mitzunehmen. Das ist top, seine Einstellung ist top. Auf dem Trainingsplatz, er ist immer positiv, er gibt immer Gas. Und das ist einfach das, was wir brauchen auch. Und er wird sich auch belohnen, das habe ich ihm auch schon vor ein paar Wochen gesagt. Jetzt hat er zwei Tore gemacht, eins im Pokal, eins in Dresden. Und den Elfmeter gegen Dortmund ist das dritte Tor. Ja, das ist nicht das, was er sich vorstellt, er will mehr. Ja, und wir wollen natürlich auch, dass er mehr macht, da haben wir natürlich auch was davon. Aber insgesamt bin ich trotzdem mit seiner Steigerung, nachdem er die ganze Vorbereitungsphase im Endeffekt nicht dabei war, mit seinem Fitnesszustand, mit seiner Bereitschaft, wie er der Mannschaft auch hilft auf dem Platz, bin ich zufrieden. Und da muss er dran weiterarbeiten, dann wird auch der Knoten nach vorne hin hoffentlich am Samstag schon schnell platzen.